So, da sind wir hier bei der Stadtverwaltung. Mir an. So, ein bisschen hochfahren, das Ding da. Nee, brauchen wir nicht. Bisschen runter, ne? Ein bisschen mit, ja, aber nicht gut. Ja, da sage ich mal nichts zu. Also Glitches oder Bugs gibt es hier überhaupt nicht. Keinesfalls. Das ist echt ein Top-Titel. Naja, wir nutzen die Bugs halt ein bisschen aus. Damit habe ich ja auch keine Probleme mit sowas. So, ein bisschen nach da. Sind ja auch keine so viele Hindernisse. Gut, das geht dann gleich viel, viel leichter von der Hand, nicht? Da müssen wir von der anderen Seite machen. Wo ist das denn alles hier? Ist das alles hier? Ach so, hier ist es schon gemäht. Na gut. Na, wie soll ich denn hier drehen? Ah, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie muss es, da muss es eben so gehen. Guck mal, schon manchmal klappt es gut, ne? Manchmal nicht. Die Hecke ist eine nette Hecke, also die mag ich. Die mag auch mich. Wo ist jetzt noch was zu mähen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ein bisschen was Kleineres irgendwo. Komme ich hier nicht raus? Ja, muss ja mal ein bisschen einfahren, das Ding nur. Ah, wird aber eng. Eng, eng, eng. Ja, das geht schon. So macht man das heutzutage. Was ich das denn jetzt ausmache? Ist immer noch Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, weil da auch nicht ganz eingefahren ist. Das kann ich nur nachvollziehen. Naja, gut. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Sehr viele Hindernisse auf jeden Fall. Müssen wir auch wieder so komisch machen. Da, ob ich da alles wegkriege, weiß ich nicht. Feine Stadtverwaltung. Das ist ja auch wichtig, wa? Nein. Nicht hier festparken, komm schon. Über 80% haben wir. Das ist ja auch ein bisschen blöd hier alles. Großartig.
Das Stück der Hecke war netter, du. Komm, wir haben es ja gleich. Ja, bald voll sind wir, ne? Was backen wir uns hier fest, ey? So, mehr aus. Das klappt noch. Egal, ich muss erstmal wieder alles einfahren, oder sonst wird das hier ein bisschen blöd. Mit der Geschwindigkeitsscheiße, so. Aber dann habe ich Testen nicht. Na gut, machen wir so. Nein, so nun auch nicht. So. Das ist ein bisschen. Das reicht aber nicht. Das ist ja wieder Kacke. Ein bisschen so machen. Und nun? Ich hasse es. Ich will auch nicht mit 10 km/h dahin fahren. Weniger wahrscheinlich. Manchmal kriegt man das nicht gut hin mehr. Hallo. Wie sieht das aus? Ach Mann, das verstehe ich nicht. Aha, okay. So, mitten auf der Straße stehen bleiben und dahin laufen. Hallo, hallo, hallo. 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 Is it me? Es sieht schon viel besser aus. Schau ruhig mal vorbei. Bis bald. Das ist aber eine Frau. Naja. Komisch, komisch. Gut gemacht. Ja. Das steigt hier alles ganz gut, aber Fähigkeitspunkte. Ja, brauchen wir noch ein bisschen. Wir brauchen noch zum Abschleppfahrer. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Unter anderem, ne? Aber wir brauchen noch viel. Wenn ich das machen würde, würde mir nicht viel bringen, weil das wir noch gar nicht haben. Das. Komm, wir machen. Wie schlägt man wieder ab? Jemanden ab. Ab, ab, ab. Wo ist denn unser Wagen hier? Ich hab's noch ein bisschen kaputt gemacht, ne? Der hier. Genau. So, jetzt zu denen wieder hin. Hin und her, Gopse hier. Und heute, wenn ihr die Folge seht, ist übrigens Neujahr. Frohes Neues übrigens. Habe ich ganz vergessen. Auf ein erfolgreiches Jahr 2016. 2015 ist vorbei. So. Aber ja, Autos abschleppen mache ich ganz gerne. Da gibt es allerdings nicht so viel Variation. Das sehen wir auch noch mal irgendwann andere Mülltonnen und sowas. Mal sehen. Hinten ist auch eine Quest. Naja, gut.
Ja, da steht ja auf so ein Gully oder so, ne? Glaube ich drauf, das Auto. Na, mal gucken, ob das alles so klappt. Das klappt, wird wohl schon hinhauen, denke ich mal. Ist hier wieder. Ja, warum fahrt ihr nicht, ihr Idioten? Habt ihr Pech? Ich muss hier was machen. Was machen sie? Ja, okay, wir sind ja schon fast dran hier. Kamera, das sieht man so ein bisschen blöd. Wir sind zu tief. Bedford Seaside. Hä? Warum krieg ich das nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Auto montieren. Whatever. Ist das richtig? Auto befestigen, zack. So. Ach, nur weil die Stützräder sozusagen, wollte ich gerade sagen. Naja. Deswegen sind die nicht gefahren. Ihr seid nicht ganz dicht, ihr. KI ist hier echt ein Traum, ne? Sehe ich hier zufällig jemanden mit einer Quest? Nö. Ja. Das war nicht nett. Ah, aber nur weil ich hier zufällig gerade bin. Hallo, Fräulein. Guter Ruf, du. Dein Ansehen in diesem Bezirk wächst von Mal zu Mal. Hier eine kurze Liste mit Aufträgen der Einwohner. Komm hier zurück, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Wieder Hecken schneiden und so. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Tschüss. Fährt sich auch manchmal so doof, ne? So doof. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Egal, da fahre ich mal nach da oben, da kann man auch mal hinfahren. Schade, dass in diesem Bereich gibt es nur diesen einen Abflip-Wagen und ja, muss halt immer Falschparker oder was ich was abschleppen. Ist immer dasselbe, aber es macht Spaß. Das ist ein ziemlich guter Bereich auf jeden Fall.
Komm mit. Andere Seite wahrscheinlich, ne? Hier ist der Eingang. Okay. Polizeiabschlepphof. Oh, die feinen Herren. So. Einfach runterlassen, das Ding ist das am einfachsten mit. Wenn nicht der Stabilisator im Weg ist, mal sehen. Zack. Richtig, ja. So. Wunderbar. Wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Muss ich mich irgendwo hinstellen? Naja. Mache ich ja meistens immer. Ich stelle mich auch immer auf dem Gehweg oder so. Kann man auch denken, geh weg. So, welche Quest haben wir jetzt nochmal gemacht? Die, ne? Genau. Denkgrube leeren. Pumpenwagen steht da jetzt auch. Sollte ich mal auch mal drauf achten. Ist da gerade einer? Ich weiß es nicht. Und der andere, wo ist der? Da. Dann nehmen wir den. Pumpenwagen. Den großen. So, meine lieben Freunde. Da sind wir ja auch. Ach, was für ein Zufall. Kamera ist ein Traum, wie immer, aber egal. So, einfach Rohr reinmachen da und fertig. Zack. Ganz knapp neben dem Auto. So, wieder raus, umgeschafft. Moment, Fräulein. Komm wirklich zu dir. Darf ich mir keine Belohnung aussuchen? Ich wüsste schon was, Baby. Ich könnte auch mal Rohre versenken spielen. Das Auto kann jetzt repariert werden und die Senkgrube wurde entleert. Völlig ausgezeichnete Arbeit. Wieder 10 Zufriedenheit. 425 haben wir gerade. Das ist ja gerade so nicht ganz nett. Offscreen konnte ich natürlich auch wieder einiges machen, klar. Aber hierzu brauchen wir 430. Aber ich brauche sowieso noch mal ein paar Punkte, aber ja, aber ich werde bestimmt auch mal wieder ein bisschen Offscreen spielen. Zwischendurch mal ein bisschen leveln. Ja. Und dann mal gucken. Wie sieht das jetzt auf der Karte hier so aus? Da gibt es hier eine neue Quest. Da gibt es eine neue Quest. Komme ich gerade gar nicht so genau hin. Da oben sind wir. Da gibt es eine neue Quest. Da 4 weitere, 5 weitere neue Quests. Und 4 Stück. Ah, es wird immer mehr, natürlich. Man braucht aber auch den Ruf der Freiheit. Nein, ihr wisst schon. Ja, jetzt fehlt mir ein bisschen auch wieder der Müllbereich, ne? So ab und zu mal. So eine Müllabholung und so. Das werden wir wahrscheinlich auch mal wieder machen. Ja. Ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht habe ich ja auch schon einen neuen Bereich. Vielleicht mache ich auch wieder einiges offscreen. Das werden wir mal sehen. Es geht auch noch immer ein bisschen weiter hier bei diesem Let's Show, dass sich fast wieder zu einem Let's Play entwickelt. Ne? Aber ich habe auch viel offscreen gemacht. So viel steht fest. Da hinten ist noch eine Quest anzunehmen. Da laufe ich mal gerade hin. Der kann auch leider nicht schneller laufen. Bedienfeld öffnen und schließen. Ach so, naja. Ist auch nichts anderes da. Oh, Lady. Aber sieht auch einmal alle gleich aus.
Autos abschleppen und so. Jemand hat Gullis zugeparkt. Naja, gut. Egal. Okay, dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge von City Economy. Tschüssi.